Spiel. Ich finde das schon eine Ehre, du. Mega geil. Ah, einfach schön. So, prima. Heute Abend bin ich nicht alone. Heute Abend bin ich nicht allein. Heute Abend ist der Danny mit dabei. Der Danny geht heute Abend mit in die Jenseitskontakte. Wir werden auf jeden Fall heute zu zweit Jenseitskontakte machen. Ne? Zu zweit Jenseitskontakte machen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr drauf. Aber zusammen so das Paranormale heute Abend erforschen werden. Und heute Mittag, ich wechsle mal eben die Kamera, werden wir uns da ein paar Sachen mal anschauen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wir haben ja halt diese, ich mache mal eben die Kamera an, dieses, die neuen Geräte, die möchte ich mal anschauen. Reißzwecken wegräumen, sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich mal gucken, inwieweit wir dann da heute ein bisschen mit arbeiten. Ich wechsle mal eben die Strecke. So, dann haben wir hiermit einmal eben... So, und hiermit gehen wir dann letzten Endes rein und schauen dann einfach mal, wie die neuen Geräte sind. Alex kennt sich da ein bisschen mit aus und da freue ich mich dann, dass er ein bisschen Plan von hat. Mal ganz kurz, was schreiben die hier? Muss immer mal wieder drauf gucken. Ah, okay, super. Super, okay. Das geht nämlich um die Lieferung, die ich da gerade habe. Ne? Deswegen muss ich immer wieder mal auf dem Handy gucken, weil wir da gerade noch was am Klären sind. So, prima. Also ich bin mit kurzer Schorze heute, weil es heute echt warm werden soll. Aber jetzt ist es halt noch nicht so warm, aber wird ja noch kommen. So, dann fahren wir hier mal alles zur Seite. Dann gucken wir mal. Mal ein bisschen runterfahren. So, die Kamera mal eben aufbauen. So, ich habe immer hier so, immer so ein Kabelgetrisse. Immer irgendwie so ein Kabelkrieg hier. So, mal eben das Licht aus. Also ich will auf jeden Fall diese neuen Geräte mal ausprobieren, die wir dort haben. Die müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Da bin ich ja schon so ein bisschen gespannt, wie die arbeiten, wie die funktionieren. So. Ich glaube, wir switchen einmal eben kurz die ganzen Dinger hier. Prima. Wechseln einmal eben die Cams. Da gehen wir auf Kamera 1. So, dann gucken wir uns mal die Dinger an, die ich da habe. Wir haben ja jetzt so, ich habe so viele Geräte. Wir haben wirklich so viele Geräte im Moment. Das ist unfassbar. Also das ist die S-Ghostbox. Und dann schauen wir uns mal das Ding dann da an. So, Kabel. Und dieses Gerät ist es jetzt. Also um das Gerät geht's. Dann werden wir mal gucken, wie wir damit arbeiten. Wie gesagt, ich habe auch, es gibt, das Problem ist ja, finde ich, immer, es gibt ja auch keine Anleitungen für die Geräte. Dann werden wir mal gucken. Wir schauen uns das erstmal eben gleich mal kurz im Internet an. Dann zeige ich euch eben, womit wir es hier zu tun haben. Na, ich zeige euch mal eben kurz das, damit ihr so ein bisschen versteht, was ist das für ein Gerät überhaupt. Ne, damit ihr da so ein bisschen durchblickt. Rufe ich das mal eben auf, damit ihr da so ein bisschen mit reingucken könnt. So. Okay. Düm, 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 düm. Okay, wo haben wir dann? Die heißt Envoy. Envoy. So, ruft das mal eben auf und dann zeige ich euch mal das Gerät, was das alles kann. Wie gesagt, ich arbeite auch zum ersten Mal heute damit. Zum ersten Mal arbeite ich heute damit. Ich habe auch noch nicht wirklich die Ahnung. Also das ist das Gerät, die Envoy Ghost Box. Ist
ein Handheld. Das heißt, du kannst damit arbeiten. Sind Buchstaben mit dabei? Ja, nein, wie auf dem Ouija. Und es sind auch Emotes bei, wie sich die Verstorbenen im Grunde fühlen. Ne? Finde ich ganz geil. Temperatur und all solche Sachen sind dabei, auch Zahlen. Und jetzt lesen wir einfach mal durch, worum es geht, und das testen wir dann gleich mal. Dieses Gerät wurde speziell für paranormale Untersuchungen entwickelt und bietet Entitäten eine einfache und flexible Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Onboard bietet die Möglichkeit, Wörter, Sätze, Zahlen, Emotionen und Ja-Nein-Antworten durch eine einzigartige, einfache, transparente, dokumentierbare Methode zu übermitteln. Bietet Geistern, na, das ist das Wort wieder, eine einfache Kommunikationsmöglichkeit, zeigt Wörter, Zahlen, Ja-Nein-Symbole, durchsucht die Umgebung nach EMF, Temperatur- und Berührungsspitzen, beleuchtet Display, Kontrollleuchten und Audioalarm, volle Kontrolle über Sensoren, Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, wiederaufladbar, langlebiger Akku. So, nur durch eine einfache Berührung, Energiespitze der Temperaturänderung ermöglicht eine offene Kommunikation ohne Wortdatenbank, ohne komplizierte Codes. Okay, so. Envoy-Video-Einführung. Gucken wir mal eben an. Mal kurz schauen. So ein Meet Envoy. Your designated messenger on a mission to the other side. Designed specifically for paranormal investigations. This device presents entities with a simple and flexible way to communicate with us. Envoy offers the ability to deliver words, phrases, numbers, emotions, and yes or no answers through a completely transparent and documentable method. Just a simple touch, energy spike, or temperature change allows for open-ended communication with no word databanks or complicated code for entities to navigate. Envoy gets to work scanning through a set of diverse choices. While that's happening, there are multiple sensors looking for environmental changes. As soon as a spike occurs, it makes a selection with an audio alert, displays it on the screen, and lets us know which sensor was triggered. As you work to communicate, words or phrases may develop that can be noted as potential responses during your investigation. The flexibility of this technique allows for delivery of names, abbreviations. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was das für ein Moped ist, ne? Also ich glaube, das sind so Dinge, die man dann erstmal so ein bisschen im Test hat, ne? Dass man da so ein bisschen reingehen muss. So, was schreiben die noch hier für das Gerät, was wir gleich benutzen? Es hat Wörter und Zahlen. Okay. Jenseits des Wörterbuchs, wenn Sie in der Kommunikation arbeiten, können sich Wörter oder Sätze entwickeln, die als mögliche Antwort während der Untersuchung notiert werden können. Die Flexibilität der Technik ermöglicht die Lieferung von Namen, Abkürzungen anderer Sprachen oder Slang weit über die Grenzen eines Wörterbuchs hinaus. Zu sehen, welcher Sensor verwendet wird, schafft Transparenz, hilft zu lernen, welche Methode für jede Untersuchung oder sogar jeden Ort die bevorzugte Option sein könnte. Kontrolle in den Händen, Transparenz im Kern. Ich denke, das ist schon Inhalt. Okay, das ist jetzt wichtig für das Gerät. Schaltet das Gerät ein mit Ein- und Ausknopf, den gewünschten Mode. Warte mal, ich hole das mal eben. Warte mal, also das müssen wir uns jetzt mal eben eintrichtern, damit wir damit arbeiten können. So, okay, also, warte mal. Ich habe es heute zum ersten Mal, ich habe es auch noch nie in der Hand gehabt. So, Ein- und Ausschalter. Geschwindigkeit, okay. Scanning Indicator, das ist eine Taste. Luft, EMF Indikator, ach, das ist EMF hier. Ach, hier unten sind Bilder. Ah, okay. Das ist Touch Control. Also, ich verstehe Touch Control, wenn es einer berührt. Ne, wenn es einer berührt. Temperaturveränderung und elektromagnetisches Feld. Ne? Das erkenne ich damit. Dann haben wir hier unten die Sensibilität für Berührung. Dann für Temperaturen EMF. Ach, du kannst dir das Sensible einstellen, inwieweit der sensibles EMF messen soll. Temperatur und Berührung. Das ist ja geil. Das ist ja geil. So, Modi. Drehen Sie den On-Off-Mode
Ah, du hast verschiedene Modi. Wenn Sie Modus wechseln, sehen Sie jeden Modus auf dem Display. Okay, jetzt gucken wir mal. Ein. Das ist der. Ah, jetzt hast du den Yes-No. Sind Verstorbene anwesend? Dann springt er dann wohl automatisch dann nachher auf. Möchte jemand mit mir kommunizieren? Ist jemand da, der mit mir kommunizieren möchte? Sensi einstellen unten. Du kannst die Sensibilität, das ist ja echt spannend. Was haben wir denn noch? Okay, ich fahre nochmal hier alles runter. Dann haben wir hier noch Temperatur. Das obere ist wohl die elektromagnetischen Felder. Und verschiedene Modes. Alphabet-Mode, das ist 1, Sammel von Reihen von Buchstabe, Ja-Nein-Modus, Zahlen-Modus für numerische, Symbol ermögliche Anzeige von Symbolen. Wollen wir das? Ah, das ist das. Glücklich, traurig, wütend. Okay, sehr, sehr nice. Scan Envoy durchsucht eine Reihe von Buchstaben. Ja, nein, wenn Sie scannen, sehen Sie in jeder Auswahl ein Auswahlfeld die Entität. Da bin ich ja gespannt. Ja, das müssen wir mal ausprobieren, ne? Also das müssen wir mal austesten. Also das scheint. Ah nee, das habe ich geschickt bekommen. Das habe ich halt geschickt bekommen. Ne? Das habe ich halt geschickt bekommen, ne? Das ist der Punkt, ne? Okay, nochmal den eben antworten. Es geht nämlich darum. Sekunde. Okay, weil es geht gerade um dieses Gerät, weißt du? So, okay. Werden wir jetzt ausprobieren. Wir switchen einmal rum. Kurz mal nach hinten fahren. Okay. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt einmal die Envoy, die wir jetzt mal austesten in den Jenseitskontakt. Ich werde das jetzt irgendwie so machen. Ich versuche jetzt die Kamera hier so ein bisschen drauf zu hauen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr Licht, ne? So, ich muss mal den Kugelkopf ein bisschen drehen, damit ich den tiefer bekomme. So, dann werde ich das Gerät gleich so drehen, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So werde ich das dann einfach mal halten, dass ihr ein bisschen besser aufs Display gucken könnt, ne?
So, prima. Ja, mal gespannt. Alex hat ja da schon mitgearbeitet. Also Alex, du kannst ja sicherlich da noch Tipps geben, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt für mich komplett, ja, das ist jetzt keine Leihgabe. Ne? Das ist jetzt für mich keine Leihgabe. Das ist jetzt fest für mich. Also das haben wir jetzt immer für die Untersuchungen. Weil man braucht ja, falls man irgendwo hin muss, für Untersuchungen, verstehst du, so ein Gerät. Ne? Versteht ihr, was ich damit meine? Versteht ihr, was ich damit meine? So, und deswegen muss ich auch gerade schreiben wegen dem Gerät. Weil es nämlich darum gerade geht, weißt du? No. Geht genau darum. So, prima. Onkel Bingo, die Puppe hat hinten hat gezwinkert. Wenn du das meinst, bist du hier falsch. Hier zwinkern keine Puppen, Onkel Bingo. So, hallo Sarah, ich grüße dich. Puppen zwinkern im Kino, nicht hier. No. Okay. So. Okay, wir gehen mal so in den ersten Mode rein. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen das größer machen, ne, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Ne? Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen besser erkennen. Kann man das jetzt besser erkennen? Ist das besser erkennbar? Könnt ihr das ganz gut erkennen, jetzt das Gerät? Besser, ne? Okay, ich leg's gleich noch so ein bisschen dahin. Leg's gleich so ein bisschen besser hin, dass ihr ein bisschen besser gucken könnt, ne? So denke ich, ist ganz gut. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was testen, ne? Also, ich habe damit noch nie gearbeitet. Und dann schauen wir mal letzten Endes, wie das überhaupt klappt. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich nehme einfach mal mein Handy mit und wenn ich da Fragen habe, der Alex hat das Gerät schon. Der hat was, der komplett schon damit gearbeitet hat, ne? So, okay, dann nehmen wir das hier einfach mal mit rüber. Das einzig Doofe ist, wenn ich jetzt aber, das ist doof. Alex, ich kann das Gerät nicht einfach mitnehmen. Das Handy, sonst haben wir einen Falschausschlag. Da kann ich ja gar nicht mitnehmen. Wenn ich das Gerät jetzt, mein Handy einschalte, Internet muss ich ausmachen. Ich muss es ja in dem Flugmodus setzen, sonst haben wir ja falsche Ausschläge. Ne, kann ich gar nicht. Also wenn was ist, Alex, dann muss ich hier nach vorne zum Chat kommen. Ne, weil ich kann das Handy nicht anlassen. So, wir gucken uns das Ding jetzt einfach mal hier an und schau mal. Wie das Ding arbeitet. Wie gesagt, ich habe damit auch noch nie wirklich was gemacht. So. Einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. So. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir starten. Lass uns einfach mal starten und einfach mal gucken. Ich würde jetzt einfach hingehen, da das nicht so ratschehell ist. Ich brauche diesen Mode einfach. Diesen leichten, abgedunkelten Mode. Ich finde es einfach
viel angenehmer da zu arbeiten mit so was mit dem Kunstlicht. Und lasst euch bitte niemals sagen, Leute, lasst euch bitte niemals sagen, dass du Jenseitskontakte nur im Dunkeln machen kannst. Das ist so ein Bullshit. Das ist wirklich so ein Bullshit. Du machst es einfach, damit du in so eine gute, schöne Atmosphäre kommst, damit du in diesen Flow kommst, in diese Energie für dich selber. Aber die Kontakte sind nicht besser, wenn es dunkel ist. Also das ist totaler Bullshit. So, wir starten das Ding mal. So, dann fragen wir heute einfach mal hinaus in die geistige Welt. Sind Verstorbene heute da, die hier an diesem Tag anwesend sind? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir kommunizieren würdet und auch über dieses Gerät mir einfach eure Anwesenheit bestätigt. Wenn Verstorbene da sind, nutzt bitte einfach diese einfache Möglichkeit mit Ja, Nein bzw. Yes, No, mir einfach eure Anwesenheit zu bestätigen. Ihr könnt einfach nur mit Yes sagen, dass ihr da seid oder auch mit No. Okay, jetzt muss man überlegen, was haben wir definiert? Wir haben letzten Endes etwas definiert, aber nicht klar. Hast du Hunger ist nicht definiert mit was möchtest du essen. Ein Nein kann jetzt genauso sein, bist du hier? Nein, ich bin aber auch nicht in deinem Raum drin. Das müssen wir jetzt klar definieren. Wir müssen klarere Fragen stellen, direktere. Die verstorbene Person, die geantwortet hat, kannst du zu mir in den Raum kommen? Ist es möglich, dass du zu mir in den Raum kommst? Ich würde mich freuen, wenn du zu mir in den Raum kommen würdest. Ist dies für dich möglich? Bitte beantworte mit dem Gerät mit Ja oder Nein. Kannst du zu mir in den Raum hineinkommen? Hier an dieses Ouija-Brett zum Beispiel. Da bitte ich die geistige Welt, die Verstorbenen, mir bitte diese Antwort zu geben. Wenn jemand da ist, hast du die Möglichkeit, zu mir in diesen Raum hineinzukommen, um mir hier zum Beispiel gegebenenfalls einfach Zeichen zu geben, dass du da bist. Ich schalte jetzt die Spieluhr ein. Sind Verstorbene hier, die zu mir an den Tisch kommen können, um mir die Anwesenheit hier an diesem Tag zu zeigen? Wählt bitte einfach, wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet, einfach Yes oder No für Nein. Nutzt die Möglichkeit dieses Gerätes bitte. Ist jemand da, der zu mir an den Tisch kommen kann, um seine Anwesenheit mir zu präsentieren? Versucht mit mir in den Kontakt zu treten, bitte. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das erste war elektromagnetisch. Ich kann das jetzt hier gar nicht erkennen. Muss ich mal kurz gucken. Temperatur. Okay. Die Sensibilität kann man einstellen. Wie insensibel es ist. Wir bitten unsere verstorbenen Freunde, kann jemand aus der geistigen Welt zu mir hier in den Raum kommen, zu mir an den Tisch kommen? Und das sind jetzt nur so Erfahrungen, die man mit dem Gerät sammeln muss. Da müssen wir heute Abend auch nochmal mitarbeiten, damit wir da gut mit klarkommen. Sind denn Verstorbene hier? Ihr könnt auch mit mir hier in den Kontakt treten. Ihr könnt mir einfach zeigen, dass ihr da seid. Versucht einfach mit mir über dieses wundervolle neue Gerät in den Kontakt zu gehen. Wählt einfach aus, ja oder nein. Ist jemand Verstorbenes da, der zu mir hier in den Raum an diesen Tisch kommen kann? Versucht mit mir zu kommunizieren. Bitte. Ah, okay, hier haben wir die Geschwindigkeit. Wählt bitte einfach aus, ob ihr mit mir kommunizieren möchtet und könnt hier in diesem Raum. Wir begrüßen unsere geistige Welt, die Freunde, die wir dort haben, die Verstorbenen, die uns kennen. Ihr habt uns gerade schon hier ein Zeichen gegeben über dieses Gerät.
Okay. Versucht auch bitte über dieses neue Gerät nochmal mit mir in den Kontakt zu treten. Ich frage anders, möchtet ihr mit mir kommunizieren? Unabhängig, ob ihr im Raum seid oder nicht, dann wird bitte ja oder nein. Möchtet ihr mit mir in den Kontakt treten? Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Gerät mit euch versuche, in den Kontakt zu gehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr hier mit mir heute in den Kontakt geht und mir einfach zeigt, dass ihr da seid. Nutzt dieses neue Gerät für die Kommunikation mit uns hier. Kann man auch das mal. Okay. Ah, man kann tappen, okay. Wir bitten die Verstorbenen, ist jemand da? Dann gibt uns hier bitte einfach ein Zeichen heute. Ich mache auch den Feldgenerator gerne an. Eingeschaltet. Wir bitten die Verstorbenen, mit uns in Kontakt zu treten. Wenn ihr da seid, nehmt mit uns Kontakt auf. Ihr könnt gerne die Geräte benutzen, Musik machen, den Bären leuchten lassen, dieses Gerät nutzen. Also, was ich festgestellt habe, wenn du mit neuen Geräten arbeitest, habe ich manchmal das Gefühl, als wenn die Verstorbenen erst so eine gewisse Phase brauchen, um damit zu arbeiten. Als wenn die sich erst auch manchmal an solche Sachen gewöhnen müssen. Gerade wenn ein viel Jenseitskontakt ist. Da habe ich manchmal ein Gefühl, die müssen sich wohl erstmal mit auseinandersetzen, habe ich manchmal ein Gefühl. Aber auch wir Menschen müssen hingehen und diesem Gerät vertrauen, dass es arbeitet und dass es funktioniert. Sind Verstorbene da, dann gebt uns bitte hier einfach ein Zeichen. Ihr könnt Ja und Nein wählen. Das ist im Grunde jetzt, wenn man so sieht, wie ein Pendel, aber auch wie ein Ouija, wo du Fragen stellen kannst. Ne? Kann jetzt natürlich auch sein, dass wir noch gar keinen richtigen Kontakt haben. Ich bitte heute an diesem Tag unsere Verstorbenen, die geistige Welt, das Jenseits mit mir in den Kontakt zu treten. Wenn ihr hier seid, und mit mir in den Kontakt gehen möchtet, heiße ich dich herzlich willkommen. Ich bitte dich, mir einfach hier ein Zeichen zu geben, wenn du da bist, mit mir zu kommunizieren. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Habe ich deine Stimme gehört? Ich habe eine Stimme angehört. Au. Ich bitte nochmal die geistige Welt, das Jenseits unserer Verstorbenen, bitte mit mir in den Kontakt zu treten. Wenn ihr da seid, dann gebt mir bitte einfach ein Zeichen hier heute an diesem Tag. Nutzt dieses Gerät bitte. Aber man merkt auch so, dass es gerade ruhig ist. Ne? Also es passt auch, dass hier das Gerät gerade nichts macht, was voll legitim ist. Wir probieren mal eine andere Funktion. Hier mal die Zahlen. Ich bitte die Verstorbenen hier bitte. Die verstorbene Person, wie geht es dir? Magst du mir sagen, wie es dir geht? Jetzt haben wir 6 kleine Smileys eingeblendet. Das sind 6 Smileys. Ein freundliches, ein hm, ein trauriges, ein ganz trauriges und dann ein und dann wird es immer von dem Charakter her so von glücklich bis gar nicht glücklich und traurig. Ich bitte die Verstorbenen, die geistige Welt, uns einfach zu sagen, wie es dir geht. Die Verstorbenen, die hier sind, oder die verstorbene Person, die da ist. Versuchen wir bitte einfach ein Zeichen zu geben, wie es dir geht.
Bist du glücklich? Dann kannst du das glückliche Zeichen wählen. Wie geht es dir? Versuche es mir zu sagen über die Symboliken, wie es dir geht. Versuch mit mir zu kommunizieren. Such dir das Bild aus, um mir zu zeigen, wie es dir geht. Ich lasse das mal laufen. Ich gehe mal kurz nach vorne, falls der Alex, der das Gerät ja auch schon hat, irgendwie was mitgeteilt hat. Mal kurz gucken. Okay. Ja, ich finde auch, dass die Verstorbenen wohl erstmal sich ein bisschen damit beschäftigen müssen, ne? Glaube ich halt auch, ne? Es ist ja wirklich ein neues Gerät, mit dem wir arbeiten, ne? Es ist ja wirklich ein neues Gerät. Beidel grüß dich, hi. Okay, Alex, hast du einen Tipp? Handhab ich da irgendwas falsch gerade mit dem Gerät oder? Da waren wir auch einer. Ah, ich denke auch, dass die Verstorbenen erstmal dieses Gerät verstehen müssen, ne, für die Kommunikation. Habe ich auch so ein Gefühl. Winex, Clips immer den Moderatoren bitte schicken. Also wir haben damit noch nie wirklich gearbeitet mit der Envoy. Versuch mal nach der Frage schon am Ende kurz auf das Gerät zu tippen. Wo tippen? Wo drauf tippen, Alex? Wo drauf? Auf eine bestimmte Stelle? Alex sagt, versuch mal nach der Frage, schreib mir nur kurz aufs Gerät zu tippen. So habe ich es auch aus dem Vorführungsvideo angewendet. Auf welche Stelle tippen? Einfach irgendwo drauf oder? Hör mal, der Alex hat das Gerät nämlich schon, weil es aus den Staaten gekommen. Auf das Display. Aber einfach auf das Display. Okay, schauen wir mal. Dann probieren wir mal. Dann bitten wir nochmal hier an diesem Tag unsere Verstorbenen, die geistige Welt, mit uns in Kontakt zu treten. Bitte zeigt mir einfach, wie es euch geht. Oder wie geht es dir? Da bitte ich die verstorbene Person, mit mir in Kontakt zu treten. Wie geht es dir? Okay, ich habe draufgeklickt. Ach, hier ist Tab. Jetzt glaube ich, verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Traurig. Jetzt verstehe ich das. Wie alt bist du? Null. Ich glaube, ich jetzt verstehe. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich bitte den oder die Verstorbene, mir zu sagen, ob du zu mir an den Tisch kommen kannst. Nein, jetzt kapier's. Hast du eine Möglichkeit, diese Spieluhr hier vorne zu benutzen? Ja. Könntest du auch diesen Teddybären benutzen? Nein. Dieses wundervolle Gerät hier vorne? Keine Antwort. Ist das so, ist dieser Einsatz so richtig, Alex? Das so richtig, wie ich das jetzt da mache, weil ich muss mich auch erst einlernen. Alex, ist das so richtig? Unten. Wo unten? Weil auf dem Display steht Tab, deswegen frage ich, ne?
Ne? Re-Wikinger, ich danke dir für ein Jahr, Mensch. Dankeschön. Dankeschön. So, okay. Gibt es da einen Bereich, den man dann antippen muss? Ist es eine touch-sensible Fläche? Deswegen, wir müssen jetzt erstmal richtig verstehen. Alex hat damit schon gearbeitet. Das ist der Punkt. Die Mods machen das schon. Dankeschön. So. Okay, Alex holt auch eben seine. Das ist immer dieses Bild. Es gibt dann nur so ein so Videos, wo du manchmal dann was anschauen kannst. Ich glaube, das bin ich jetzt aber gewesen. Ich glaube, das war ich jetzt, weil ich hier vorne, ne? Vorne bin mit der Hand. So, Alex holt auch eben seine. Dann testet erstmal. Das Gute ist halt immer, wenn sich jemand damit schon auskennt, wenn jemand damit gearbeitet hat. Das Gerät haben nicht viele. Das ist der Punkt. Das Gerät haben nicht viele. Das kannst du auch nur in Amerika bestellen. Also die Envoy. Soll bis zu 20 Stunden der Akku halten. Okay, frisst jetzt sicherlich nicht auch viel Saft, ne? Envoy. Envoy. Aber Alex holt sich die auch mal eben. Der hat das gleiche Gerät ja auch. Und genau, das ist jetzt erstmal eine Lernphase, die wir jetzt mit dem Gerät haben. Wir müssen das Gerät erstmal lernen. Genau, Envoy Ghostbox. Genau. Für die, die nochmal wissen wollen, wie das Ding, was das Ding ist, was wir uns gerade anschauen. Das ist, wir gehen mal nochmal eben drüber, die Envoy Geisterkiste. Also die schauen wir uns jetzt hier gerade an. Und Alex sagte, dass wohl er da unten irgendwo dran muss. Das ist das Demonstrationsvideos. Unten großer, wo es blinkt. Also diese drei Points hier unten, Alex. Meinst du diese drei Points? Also das müssen wir immer rausfinden, ne? Das müssen wir mal eben ausfinden. Also es ist jetzt wirklich ein Lernteil, ne? Also für ihr lernt es auch gerade. Wir lernen das zusammen, wie das Gerät funktioniert. Also wie gesagt, das ist, kriegst du nur in Amerika zu kaufen. Unten, wo es blinkt, sagt Alex. Oder meinst du das, was die ganze Zeit rot aufblinkt? Ding, 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 ding. Danny, ich grüße dich. Hallo, Danny. Avense, das Gerät kostet $399. Und ich habe nochmal 150 Euro Zoll bezahlt. Also 150 Euro kam nochmal drauf. Zoll und Versand. Das bin ich nicht. Also 3,99 und 150 Versand und Zoll. Okay, Danny, alles gut. Also im Grunde 550. Menge Asche, ne? Menge Asche für das Geld. Deswegen ist es halt wichtig, das wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Und es haben nicht viele dieses Gerät. Und das ist der Punkt. Nicht viele haben das Gerät. So, Alex hat es auch mal eben. Wir gucken dann mal, wie wir das dann da rausklamüsern.
Wichtig ist, wenn wir es richtig einsetzen, haben wir ein wundervolles, schönes Gerät. Na, Alex sagt gerade, schau bitte Tele. Okay, ich guck mal eben rein. Bist du in diesem Jahrhundert geboren? Ah, jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, danke Alex. Ja, also 150 ist eine Ansage, ne? 150 ist eine fette Ansage. Was bin ich jetzt? Korrektur, ich habe mich verrechnet. Sorry, nicht 150, 125, 38. Ein, also Zoll 17,10 Euro und 93,40 Euro Einfuhrumsatzsteuer. Also 17,10 Euro und 93,40 Euro Einfuhrumsatzsteuer. Und zusammen sind es 125,38 Importsendung. Das ist eine Nummer, ne? Das ist eine Hausnummer. Ich hatte jetzt 150 im Kopf, wegen der 5 drin, also 125. Also hat dieses Gerät gekostet im Grunde 400, 500, 25 Euro. Unfassbar, ne? Teures Ding. So, Alex hat es gerade erzählt, wie es funktioniert. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Dann bitten wir die Verstorbenen, die geistige Welt, mir zu sagen, könnt ihr euch hier bei mir im Raum bemerkbar machen? Ja. Alex, das war ein Direktkontakt. Aber sowas von Direktkontakt. Ich frage, könnt ihr euch im Raum bemerkbar machen? Ich drück drauf, es kommt jetzt und zeitgleich geht das Ding los. Wie geil ist das denn, bitteschön? Das war ja synchron. Ja, gut. Wie krass ist das denn bitte? Holy shit. Also direkt, da geht's nicht. Das war ja, ja, und zeitgleich, das ist der Knaller. Kannst du nochmal dieses Gerät einschalten? Ja. Das ist der Shit. Wie geil war das denn? Würdest du die Spieluhr nochmal einschalten, bitte? Ja. Aber ich glaube, da war unheimlich viel Energie nötig, ne? Dass die verstorbene Person das jetzt synchron gemacht hat. Ist es für dich schwierig, gerade diese Spieluhr zum Laufen zu bringen? Ja. Könntest du dich anders bemerkbar machen im Raum? Nein. Könntest du klopfen? Nein. Könntest du den Teddy leuchten lassen? Ja. Ist es für dich anstrengend, über Geräte zu kommunizieren wie diese anderen? Nein. Gibt es irgendwelche Situationen, die für dich schwieriger sind, manchmal Geräte zu benutzen? Ja. Dann gehen wir mal hier rüber. Magst du mir dein Alter mal bitte nennen? Wie alt bist du? 9. Ah, jetzt verstehe ich's. Jetzt kapiere ich das. Bist du ein Junge? Nein. Dann begrüße ich dich. Könntest du mir deinen Namen verraten?
Oder magst du mir hiermit irgendwie etwas mitteilen? Du kannst mir auch gerne ein Wort geben. W. WQ. WQA. Ich denke, man muss jetzt auch verstehen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, mit uns hier drüber zu kommunizieren. Jetzt kannst du wieder switchen. Ist für dich zum Beispiel eine andere Methode einfacher als diese? Nein. Kannst du damit dann gut klar? Es ist Einarbeitungszeit natürlich, ne? So, wir haben hier, aber das ist schon spannend damit. Das ist wirklich eine ganz andere Art von Arbeit. Kannst du bitte mal ganz dicht zu mir an den Tisch kommen? Nein, es ist nicht schlimm. Ich stelle den mal auf hochsensibel. Ah, jetzt check ich das. Jetzt check ich das. Jetzt habe ich es verstanden. Magst du mir jetzt mal sagen, wie es dir geht? Besser. Das ist nice. So, pass auf. Dann lasst uns mal hier gleichzeitig das noch mit nutzen. Ich habe dieses Gerät mal vom Alex geliehen bekommen. Gegebenenfalls, Alex, brauche ich da auch nochmal nachher kurz eine kleine Info. Das ist eine Spirit Box, die kann man natürlich dann jetzt auch an ein Portal anschließen. Und das ist das Schöne, du hast die Möglichkeit, diese Spirit Boxen dann auch an ein Portal anzuschließen. Das finde ich ganz, ganz nice. Die Möglichkeiten hat man auch. Wir fahren die einfach mal hoch. Hier ist noch, glaube ich, noch ein Film drauf. Kurz mal die Folie hier runter. Und da ist noch so ein Schutzfilm drauf. So, mal kurz Film ab, den Schutzfolie runter. Und dann bin ich mal gespannt. So, schalten wir mal ein. Schon länger her, wo ich das benutzt habe, stelle ich auch gerade fest. Muss man erstmal gucken. Was ist denn dunkel hier? Meine Einschalter. Länger nicht benutzt, merkt man. Ah, hier. Ah, warte mal, da müssen noch Batterien rein, ne? Nee, das ist ein Akkublock. Ah, da ist noch eine Schutzfolie. Ich hoffe, das Ding ist jetzt aufgeladen. Kann sein, dass es nicht aufgeladen ist. Wenn Verstorbene da sind, freue ich mich, wenn ihr mir hier auch irgendeiner Weise ein Zeichen gebt, dass ihr da seid. Nehmt mit mir bitte Kontakt auf. Das ist nice mit dem Akku. Ah, jetzt ist aufgeladen. Okay, okay, schauen wir mal. Batterie ist voll, sehr nice. Batterie ist voll. Sind Verstorbene da, die mit mir kommunizieren möchten?
Könnt ihr mich verstehen? Versucht mit mir zu sprechen. Könnt ihr mich verstehen? Nein. Versucht mit mir klar und deutlich zu kommunizieren, bitte. Versucht mit meiner Sprache zu sprechen. Hört ihr mich? Nein. Seid ihr anwesend? Da war doch ein Ja. Habt ihr mich verstehen können? Nein. Kannst du bitte nochmal laut und deutlich Ja sagen? Hört ihr mich? Ich rufe die Verstorbenen. Gib mir bitte nochmal ein Ja, wenn ihr mich hört. Ein wunderschönes Ja, bitte. Hört ihr mich? Ja? Versucht mit mir zu kommunizieren, bitte. Ah, das ist die Geschwindigkeit. Wie heißt du? Wie ist denn dein Name? Traurig. Nenn mir mal deinen Namen, bitte. Wie lautet der Name? Ich heiße Marc, ich rufe die Verstorbenen. Vertrauen? War Vertrauen. Ich vertraue, ja. Ich vertraue euch. Vertraut ihr mir auch? Vertraut ihr mir auch? Vertraut ihr mir? Ängstlich. Ihr müsst... Was passiert ist, ihr müsst nicht Angst haben vor mir. Das, was passiert ist. Ihr könnt versuchen, mit mir hier drüber zu kommunizieren. Hört ihr mich? Könnt ihr mich verstehen? Versucht ein klares Ja bitte mir zu geben. Ein klares Ja bitte. Wenn ihr da seid, ein klares Ja. Auch hier Ja. Dann bitte hier auch ein Ja für Sprache. Gebt mir ein Ja bitte. Wenn ihr mich hört, ja bitte. Also was natürlich jetzt hier ist bei diesen, wir hätten jetzt dann noch eine Möglichkeit, das dann noch an ein Portal anzuschließen, um noch besseren Kontakt zu bekommen. Das sind jetzt so die ersten Versuche. Costa, ich grüße dich. Die S-Bahn ist aber erst die PSP 7, oder? Habt ihr beide, und ist das Rauschkonzert. Ja, das ist schon ganz okay, ne? Das ist schon ganz okay. So, wenn man nach den Lottozahlen fragen würde, dann würde ich hier nicht sitzen, du. Da würde ich nur noch Lottozahlen erfragen, du, wenn das gehen würde. Da würde ich hier nichts mehr anderes machen, außer Lottozahlen abrufen. Ne? Also da müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen uns reinfuchsen.
Prima. Das Radio Alex, wie heißt das Radio Moped da, was wir da haben? Den Namen habe ich jetzt auch nicht im Kopf. So. Wie heißt das Radio? S-Box Ghostbox. Genau, die S-Box Ghostbox ist das. Ich blende ein, das ist das Ding. S-Box, Ghostbox und Recorder. 32 GB Memory Card. Genau, das ist die S-Box. Genau. Ja, man müsste das im Grunde aufnehmen und dann auch später nochmal auswerten. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das auswertet. Und das andere Gerät, was da steht, das ist halt die Envoy. Ne? Das ist die da jetzt am Tisch liegt. Also die am Tisch steht. Das ist jetzt das, was da ist, ne? Was wir da eingeblendet haben. Aber was man jetzt mal probieren könnte, das jetzt ans Portal anknallen. Sollen wir das mal an das große Portal hinten knallen? Wir können das mal hinten an das ganz große Portal hinten hängen. Die S-Box. Das wäre eine fette Idee. Ja, bleibt aber nicht bei 1900, bleibt nicht bei 400. Über 500 später mit Zolleinfuhr und sowas. Also bis auf jeden Fall bei 500, über 500 Euro fürs Gerät. Ne, komm, das probieren wir mal. Wir knallen jetzt mal dieses Ding hinten an das große Portal. Das geht ja. Der Anschluss ist ja hier. Ich muss das nur umpinnen. Das funktioniert. Ich muss nur das Interface raus. Das macht doch einen Ausgang, oder? Ja. Das ist jetzt fett. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich mega gespannt. Schalten wir ein. Jetzt bin ich gespannt, weil das funktioniert. Wir rufen die Verstorbenen. Seid ihr anwesend? Gebt uns ein Ja. Wollt ihr mit mir kommunizieren? Nein. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns sprechen würdet. Versucht mal mit mir in Kontakt zu treten. Seid ihr dort? Nehmt mal Kontakt auf mit mir. Hört ihr mich? Versucht mit meiner Sprache zu kommunizieren. Seid ihr da? Wir rufen die Freunde im Jenseits. Gebt mir einfach ein Ja, wenn ihr reden möchtet. Ja. Danke für das Ja. Du bist eine Frau, ja? Kannst du mich, möchte die Frau nochmal hören. Bist du hier? Ihr könnt mir auch ein klares Hallo mal geben. Hallo. Hallo? Könnt ihr mir ein Hallo geben?
Versucht mal mit mir über das Gerät zu kommunizieren. Hört ihr mich? Hallo? Hallo? Einfach nur ein Hallo wäre sehr schön. Hallo, wir grüßen die geistige Welt. Ich begrüße die Verstorbenen. Sind die Verstorbenen hier? Gib mir mal ein klares Ja, bitte. Ein klares Ja, wenn ihr da seid. Wir rufen unsere Freunde in der geistigen Welt. Seid ihr da? Nehmt mal mit uns Kontakt auf. Könnt ihr mir hier ein Zeichen geben? Gib mir mal ein Zeichen. Ja. Wir rufen die Verstorbenen. Können die uns ein Hallo geben, bitte? Versucht in meiner Sprache zu sprechen. Einfach ein Ja oder Hallo. Hört ihr mich? Ich wechsle mal das Feld. Wir begrüßen unsere Freunde. Ja, bitte. Da bedanke ich mich erstmal für den Kontakt, Licht und Liebe. So, jetzt mal gucken. Für die, die mitgehört haben, das bin ich jetzt natürlich. So, für die, die jetzt mitgehört haben, was habt ihr hören können? Ja, man kann schneller und langsamer machen, ne? Man kann es definitiv schneller und langsamer machen. Habt ihr für euch etwas raushören können, wo ihr gesagt habt, das ist irgendwie auf jeden Fall eine Antwort? War sowas wie bin da, ne? Aber es ist schon ganz interessant, so dieses Gerät am Portal, ne? Es ist aber natürlich ein bisschen anstrengender natürlich, ne? Auf jeden Fall. Und am Ende tschüss. Echt tschüss am Ende? Bin da. Moin, braucht man einen Rahmen, um die Anderswelt betreten zu können? Das macht nur Vincent Raven mit seiner Magier-Show. Es ist wirklich schon ein bisschen anstrengend, ne? Gerade weil du dich die ganze Zeit auf dieses Geräusch konzentrieren musst und du musst rausfiltern. Haben wir Clips davon? Hat einer einen Clip davon irgendwo mal gemacht? Hat einer irgendwo mal einen Clip davon? Ne? Ich habe oben irgendwo ein paar Clips gesehen. War das ein Ja? Ah, Nordischen. Okay, wir lauschen nochmal rein. Also es gibt einen Clip. Seid ihr anwesend? Das war doch ein Ja. Hör mal. Seid ihr anwesend? Also, das ist doch mal eine einwandfreie Antwort.
Ich blende das jetzt ein. Das ist doch mal eine einwandfreie Antwort. Seid ihr anwesend? Das ist doch krass. Aber das ist ja dann geil, ne? Wenn du dann sofort eine Antwort bekommst. Ne, das ist ja mal geil. Da oben habe ich irgendwo noch einen Clip gehabt. Kann sein, dass das schon gar nicht mehr bei mir eingeblendet ist. Es gab, glaube ich, zwei Clips. Es gab einmal den Clip 1 mit Ja. Und ich meine, dass da noch ein Clip gewesen ist. Ne, das ist die Envoy, Dark Roy. Und die, schon wieder vergessen, SB Radio oder wie die heißt, schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Ah, Direktkontakte sind wundervoll. Na. So, dann muss ich mal eben suchen. Okay, das glaube ich bin ich immer. Ich glaube, dass ich das immer bin, wenn ich meinen Arm bewege. Ja, ja. So, was mal, ich gehe da mal eben selber mal Habt eben. Ihr mich verstehen können? Selber mal eben rein und guck mal eben. Selber bei den Clips. Okay. Also das ist das Geile. Und das sind ja auch Geräte, die jeder selber testen kann. Das sind ja jetzt keine geheimnisvollen Geräte, die nur ich habe. Die kann sich jeder selber holen. Ne? Ich gehe jetzt nochmal eben kurz hier in die Videos. Und dann gucken wir mal eben rein bei den Clips. Das müssten ja die letzten Clips sein. Clips 24 Stunden. War das ein Ja? Oder war das nur die ganze Zeit das gleiche? Dann war es wohl der gleiche Clip. Okay. Hier waren Stimmen im Hintergrund. Was war das denn? Was? Mit mir zu kommunizieren. Okay, jetzt hier habe ich es jetzt nicht gehört. Ne, hier höre ich es nicht. Müsste ich lauter machen. Müsste ich lauter machen. Höre ich jetzt hier im Clip auch nicht. Aber das ist wirklich geil. Also das feiere ich jetzt ja gerade derbe, dass wir das da schon so für den ersten Test, ne? Das ist schon gut. Aber wenn ein Nein gekommen wäre, ob du mich hörst, kann auch immer darauf bezogen sein. Stell dir vor, Hanfred, wir sind beide im Club am Feiern. Ja, und das ist voll laut. Wir beide sind jetzt im Club und wir feiern. Wir stehen in der Nähe der Box. Und dann fragst du mich, verstehst du mich? Nein, weil es einfach zu viel Probleme rundherum sind, zu viel Geräusche, zu viel Kulisse. Das heißt, du verstehst das zwar schon, aber die Kommunikation ist super schwierig. Und das ist dann damit manchmal gemeint. Ne? Bist du da? Nein. Okay, da, ich gehe immer von aus, dass ich das gerade bin. Ne? Bist du da und dann kommt Nein, dann wir müssen die Frage differenziert stellen. Ne? Bist du da heißt nicht, dass hier im Raum die verstorbene Person ist. Kann auch einfach sein, dass die nicht im Raum ist, im Nebenraum ist und mit dir kommuniziert, aber über die geistige Welt mit dir agiert. Wenn immer ein Verstorbenes bei dir ist, das ist eine ganz andere Nummer. Das spürst du dann auch, die Anwesenheit. Und dann, wenn er kommt, bist du bei mir? Ja. Es ist identisch wie, bist du bei mir? Nein, und die andere Person schreibt dir gerade über WhatsApp, die ist nicht bei dir. Die schreibt zwar mit dir, ist mit dir in den Direktkontakt, aber nicht bei dir vor Ort. Wenn die Person aber bei dir im Raum ist und du fragst, bist du bei mir? Dann ja. Das musst du dir manchmal wie WhatsApp vorstellen. Ne? Die können zwar mit dir quatschen, auf energetischer Ebene, müssen aber nicht hier sein. Ne? Und manche sind dann da. Die sagen, nee, ich bin jetzt bei dir. Und das ist der Punkt. Sollten wir nochmal kurz reingehen? Bin gespannt, heute Abend werden wir das dann auch nochmal mit Danny probieren. Danny ist ja heute Abend mit am Schauen. Heute Abend werden wir dann zu zweit dann nochmal alles dann durchchecken und die ganzen Sitzungen nochmal zu zweit machen. Und da bin ich dann auch auf jeden Fall gespannt, ne, wie es dann heute Abend wird. Aber ich würde sagen, lasst uns da, ich muss mal eben wieder mein Handy ausmachen. Ich habe nämlich gerade noch geguckt, ob deine Nachricht eingegangen ist. Muss das eben wieder ausschalten. So, muss das eben wieder ausmachen. Sonst haben wir hier falsche Angaben. So, okay. Prima. Eben kurz ausstellen, haben wir. So, danke, Hanfried. Bin noch ein ganz lieber. So. Und wie gesagt, das Gerät, wenn ich weg muss,
nehme ich dann mit. Ne, für die alle, die wissen. Und ich soll auch nochmal ganz liebe Grüße von der Nina Herzberg senden, mit der ich mich ja jetzt getroffen hatte, 2 Tage auf Mallorca. Da noch einen ganz lieben Gruß. Sendet alle ganz viele liebe Grüße, sagt sie. Und ja, ihr geht's gut. Sie lebt glücklich auf Mallorca. Und vielleicht sehe ich sie ja jetzt bald in ein paar Wochen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Und wenn ich dann am 28. weg muss, vielleicht muss ich diese Geräte ja alle mitschleppen. Wohin auch immer in dieser Welt. So, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir dann nochmal probieren. Und dann lass uns da nochmal reingehen und schauen nochmal. Aber interessant jetzt, ich frage mich jetzt auch wirklich, ob ich das Gerät jetzt aus Versehen wirklich... Was mich heute so wundert, warum das Kabel so kurz ist. Irgendwie kommt mir das nie so kurz vor, dieses Kabel. So, hier kann man ein bisschen besser gucken. So, dann schauen wir nochmal. Ah, muss ich echt in die Geräte reinfuchsen. Ne? Aber ist dann schon mal gut. Heute Abend sind wir dann zu zweit hier. Und dann können wir nochmal probieren. Und schauen nochmal. So, komm, wir gehen nochmal einmal in diese Session hier rein. Lass uns das nochmal probieren mit diesem Radio. Ich rufe dann nochmal die Verstorbenen heute hier in diese Sitzung. Möchtet ihr mir ein Zeichen geben, wenn ihr da seid? Ihr könnt mit mir reden, einfach ein Ja wäre wunderschön. Ist jemand da, der mit mir reden möchte, der mich hört? Kannst du bitte nochmal das Ja bestätigen? Hörst du mich? Bestätige nochmal mit Ja. Kannst du mich verstehen? Ja, versteht mich. Probier nochmal mir ein Ja zu geben, bitte. Aber ja. Ich bitte den Verstorbenen, der mit mir geredet hat. Hörst du mich? Geht es dir gut? Ja. Geht es dir gut? Ich hoffe, dir geht's gut. Geht es dir gut? Kannst du bitte antworten? Einfach ja oder nein. Geht's dir gut? Versuch mal mit mir zu sprechen, ja oder nein, geht es dir gut? Weißt du, wer ich bin? Nein, ich heiße Marc, hallo. Hi. Kannst du Hallo sagen? Kannst du mich mit Hallo begrüßen? Nein. Würdest du es denn nochmal probieren? Ja, gleichzeitig. Ja, ja. Ja. Dann sag einfach mal Hallo bitte, direkt. Hallo. Sagst du mal Hallo? Du hast gerade mir bestätigt, dass du es kannst. Hallo? Einfach nur Hallo aus der geistigen Welt.
begrüße dich. Hallo. Christian Gewinn, hallo. Geht es dir gut? Nein. War es auch gerade nein. Kannst du mir deinen Namen geben? Ja, gib mir mal deinen Namen bitte. Wie heißt du? Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Mark oder Markus. Versuch mal klar und deutlich deinen Namen, so dass ich ihn gut verstehen kann. Wie heißt du? Wie heißt du? Gib mir mal klar und deutlich deinen Namen, bitte. Mit welchem Buchstabe fängt dein Name denn an? Versuche jetzt gerade eins, verstehe ich das. Gib mir doch mal einen Namen, bitte. Ich heiße Mark oder auch Markus, hallo. Ist es schwer, mit mir gerade zu sprechen? Und jetzt gerade so Flow, ne? Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die Sitzung. Licht und Liebe. Also es ist natürlich eine ganz andere, das bin ich jetzt natürlich, es ist natürlich eine ganz andere Art von Kommunikation, ne? Wie man das eigentlich so bekannt hat. So, wer von euch hat denn einen Namen verstanden? Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt keinen Namen verstanden. Würde ich jetzt gerne sagen, aber ich habe keinen verstanden. Wer hat denn einen Namen verstanden? Wichtig ist, um eine Pareidolie auszugrenzen, müssten immer alle Identisches verstehen. Ja? Also ich lese gerade Peter und Thorsten. Wenn eine Antwort ist, wie zum Beispiel Peter, müssten alle Peter gehört haben. Ansonsten... Es ist irgendwas, also wie gesagt, Robert, Thorsten, Thomas, guck mal, jetzt haben wir, das ist das, ne? Wir haben immer Thorsten, wir haben Thomas und Robert in verschiedenen Namen. Da muss man immer überlegen, warum haben alle anderen das nicht gehört? Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch das einbildet, darum geht es nicht. Es geht nicht, dass man sich das einbildet. Es geht immer darum, wir verstehen manchmal Dinge, weil wir sie verstehen möchten. Und da ist dann die Frage, warum hat man jetzt das falsch verstanden oder warum hat man es verstanden, die anderen nicht? Das muss man immer so in Frage stellen. Ne? Warum verstehen die einen das, die anderen das? Manchmal hören wir Dinge, die wir hören möchten. Und ich zum Beispiel habe keinen Namen gehört. Ich würde jetzt gerne sagen, du, da war ein Thorsten. Ich habe es nicht gehört. Heißt aber nicht, dass es nicht da war. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt nicht, dass es nicht gekommen ist. Ich habe es nicht mitbekommen vielleicht, weil ich in dem Moment vielleicht geredet habe. Ne? Nachtserver, ich würde mich mega freuen. Nachtserver fragt gerade, Markus, eine Frage, würdest du regieren, wenn aus der Ghostbox selbstverständlich rauskommt? Hallo Markus, ich bin der Peter. Würde ich mich sehr freuen. Mich würde es erstmal so ein bisschen, wuh, aber ich fände es mega nice. Mhm. Aber interessant, ah, hier Nordisch hat noch einen, es kam ein Hallo. Ich gehe mal rein. Ich begrüße dich, hallo. Christian Gewinner. Ich begrüße dich, hallo. Okay, wir machen das mal langsamer.
Grüße dich, hallo. Es ist ein ähnliches Wort, was wie ein Hallo klingt. Hör mal genau hin. Aber es ist kein Hallo. Es hört sich aber im ersten Moment so an. Ah, ah. Also es hört sich jetzt nicht wie ein Hallo an, ne? Das ist ein Gewinn. Hallo. Geht es? Das ist ein Gewinn. Also wie ein Hallo hört es jetzt nicht an, ne? Also das ist das immer, ne? Man will manchmal Sachen hören. Und für mich hat sich das in dem Moment wie ein Hallo angehört, ne? Und das ist das. Und das ist das größte Problem, was ganz viele haben, die sich damit beschäftigen. Es gibt ganz, das ist das Problem, was die meisten in dem Themengebiet falsch machen. Das heißt, die nehmen das jetzt so, wie es ist, ne? Die nehmen das jetzt, wie es ist und sagen, hat Hallo gesagt. Analysieren nicht tiefer, ne? Die gucken nicht noch tiefer sich das Thema an. Die ist so einfach, das ist Hallo. Und ich gehe halt hin und sage so, ey, erstmal überprüfen, habe ich mir das vielleicht eingebildet, was ich hören möchte? Oder war ein Wortfragment oder sind Buchstabenfragmente ähnlich vom Laut gewesen? Bist du da? Krach. Wie, ja. Oder was machst du gerade? Oh, Essen gesagt. Einfach nur Wesen, Wesen, Wissen, Pissen. Verstehst du? Was machst du gerade? Pissen. Ah, Essen. Und dann ist manchmal so, dass du dir da sowas einbüllest, so pareidolie-technisch. Aber für mich war das jetzt kein Hallo. Ich begrüße dich, hallo. Also war für mich kein Hallo. Hat sich aber für mich so angehört in dem Moment. Und das ist das Schwierige, was man bei diesen Themen hat. Man bildet sich das manchmal einfach ein, ne? Ganz, ganz wichtig, dass du da nicht reinrutscht. Immer wirklich dann nochmal mit verschiedenen Tempo-Methodiken sich nochmal anhören, langsam, schneller, um zu gucken, hört sich das immer noch an. Denn wenn ein ordentliches Wort rauskommt, dann kannst du es langsam und schnell hören. Und wenn es kein deutlich klares Wort ist, kannst du es nicht verstehen. Dann ist es nur so, ra-ho-ho. Und das ist der Punkt, ne? Und da muss man immer gucken. Wir hören uns das nochmal einmal an. Begrüße dich, hallo. Ja, kein Hallo. Gewinn. Hallo. Okay, habe ich aber auch gesagt, hat sich so angehört wie ein Hallo? Geht es dir gut? Nein. War es auch gerade nein. War es auch gerade nein. Auch guck mal, das ist das, jetzt fast mal achte mal auf mich, was ich mache. Das ist halt die wichtige Selbstreflexion. Jetzt pass mal auf, ich blende das mal ein. Jetzt achte mal auf mich, wie ich jetzt reagiere. Jetzt guck mal, pass mal auf. Achte mal auf das, wie ich reagiere und was ich höre. Guck mal. Geht es dir gut? Nein. War es auch gerade nein. Hast du gehört? Habt ihr gesehen, was ich meine? Du gehst manchmal dahin aus, dass du etwas hörst. Du bist auch der Meinung, du hast das gerade gehört. Aber ich habe jetzt hier nicht nein gehört. Null. Ich habe hier null dieses Wort nein gehört. Nein. War es auch gerade nein. Nein. War es auch gerade nein. Okay, also ist ganz, ganz interessant. Pappenfußball schreibt gerade, Marc, bist du dir sicher, dass du für die Antworten selbst auf das Gerät tippen musst? Ich weiß es nicht selber, Pappenfußball. Ich habe das Gerät heute zum ersten Mal.
Und der Alex hat das Gerät und er hat mir das so mitgeteilt, ne? Also ich habe noch keinen Plan wirklich von dem Gerät, muss ich dir ganz ehrlich zugestehen. Habe das selber heute erst bekommen, die Erklärung online. Und ich verstehe es eher so, dass das Gerät unter anderem einen Touch-Sensor eingebaut ist, mit den verstorbene Aktionen auswählen können. Sie müssen also selbst drücken. Den darfst du das Gerät gar nicht berühren, weil sonst die Frage stellst du, die Fragen selbst, deine Fragen selbst beantwortest. Okay. Ich muss mir das auch mal zu Hause durchlesen, dieses Teil. Ne? Definitiv. Ich habe jetzt auch das nur so gemacht, wie der Alex mir das mitgeteilt hatte. Aber ich lerne es ja selber noch. Ne? Ich lerne ja das Gerät selber noch. Und das ist ja noch dieser Punkt. Ich muss es ja selber noch verstehen, um zu kapieren, wie das Ding überhaupt arbeitet. Ne? Und das ist das. Ich lerne ja selber noch mit dem Teil. Aber ich denke mal, heute Abend, ich werde mir dann zu Hause einiges da noch durchlesen und durchschauen. Und dann werden wir heute Abend auf jeden Fall wieder mehr wissen. Ne? Und das ist ja das Wichtige. Heute Abend dann nochmal durchlesen. Und dann weiß ich dann definitiv, wenn heute Abend wir zu zweit hier sind, wie das Ding dann schon funktioniert. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Ne? Prima, prima, prima. So. Aber ganz interessant, was wir ausgewürfelt haben. Ne? Ganz, ganz interessant. Ganz, ganz interessant. Finde ich immer nice. Ja, heute Abend werden wir uns dann intensiver damit ein bisschen beschäftigen. Und dann sind, wie gesagt, haben wir ja zwei Personen hier, die sich damit auseinandersetzen. Freue ich mich auf jeden Fall schon. Ich werde das jetzt erstmal runterfahren. Ist ja auch alles voll aufgeladen. Und dann lese ich mir heute Abend das nochmal auch in Ruhe durch. Da freue ich mich schon. So, dass halt, wenn der Danny heute Abend da ist, dass wir dann gemeinsam das wirklich komplett abrocken. Und das ist ja mit zu zweit immer. Also ich bin jetzt eh noch ein bisschen online. Keine Sorge, dass ich jetzt abhaue oder so. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. Freue ich mich. Definitiv freue ich mich auf jeden Fall. Freue ich mich. So. Ja, ich bin jetzt noch hier. Keine Sorge. Muss eben ganz kurz mal was einstellen für euch. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Jetzt sind wir ja wieder ein paar mehr.